Thank you.
Hallo und herzlich willkommen aus Marbella. Schöne Grüße in die Heimat. Hier ist das Dynamo Trainingslager und wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Zum dritten Mal bereitet sich Dynamo hier im Wintertrainingslager in Marbella vor. Drei Testspiele wird man bestreiten und zwar gegen den FC Groningen, die U23 von Werder Bremen und heute gegen den VfL Wolfsburg. Wir freuen uns, dass wir mit Dynamo TV und Radio Dresden euch diese Spiele per Livestream nach Hause übertragen können. Heute also der VfL Wolfsburg, der Gegner der Bundesliga 12. Ein erstklassiger Gegner und gleich bei mir oben am Kommentatorenpult auch ein erstklassiger Co-Kommentator. Wir hören uns gleich von oben und freuen uns auf das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem VfL Wolfsburg. Schöne Grüße aus Marbella. Gleich geht's los. Ja, muss ja sein. Man darf ruhig hören, wo ich herkomme. Ich hab dich gesucht. Alles Gute zum neuen Jahr. Hallo. So, ich hoffe, man kann mich hören in der Heimat. Wir setzen jetzt so langsam die Kommentatoren-Headsets, so wie das im Fachdeutsch heißt, auf. Und Paco wird das auch gleich tun. Ich hatte es ja gesagt, wir haben einen erstklassigen Co-Kommentator für Pascal Testroth, den Dynamo-Angreifer. Ist das heute auch keine Premiere? Wer uns zuhört, weiß, dass wir das auch schon im letzten Jahr gemacht haben. Hallo und herzlich willkommen. Paco, nochmal. Darf man, ich habe vorhin gesehen, im Knicke bis Mitte Januar darf man ein gesundes neues Jahr wünschen. Das würde ich jetzt hier tun. Alles Gute für dich 2018 und natürlich keine Verletzungen. Ja, das wäre schön. Dankeschön. Ja, Paco, heute der Test gegen den VfL Wolfsburg geht gleich los. Ich würde ganz kurz, bevor es mit den Aufstellungen und allem drum und dran losgeht, ein paar Sachen noch loswerden wollen, weil wie das bei uns so Usus ist bei Dynamo TV, wenn wir Testspiele in die Heimat übertragen, gibt es natürlich die Möglichkeit, dem Co-Kommentator auch Fragen zu stellen. Es gibt den Hashtag FragPaco und diesen Hashtag könnt ihr nutzen und mit diesem Hashtag könnt ihr über Facebook, über Twitter die Fragen stellen und wir versuchen einen Teil dieser Fragen natürlich zu beantworten in den nächsten rund 90 Minuten, die uns hier erwarten werden. Und ja, wir freuen uns auf richtig gute Bedingungen hier und nutzt die Möglichkeit, stellt dem Paco die Fragen und ich reiche die dann während des Spiels weiter. Ja, Pascal, es ist ja schön, dass ihr hier wieder seid. Da kann man auf Bewährtes zurückgreifen, oder? Ja, absolut. Letzten Jahr überragend vorgefunden, was die Plätze angeht, was das Hotel angeht. Und ja, ist schön, dass wir wieder hier kommen konnten. Und der Eindruck vom letzten Jahr hat sich wieder mehr als bestätigt. Und man kann das Training hier wunderbar durchziehen. Wie ist es bei dir? Wie ist der Stand der Dinge? Ich sag mal, als wir das vorhin angekündigt haben, dass du kommentierst, haben 90% gefragt, wie weit ist er und wann spielt er wieder? Ja, wann spielt er wieder, ist natürlich eine schwierige Prognose, weil es geht jetzt schon immer mehr in die Belastungssteigerung. Ich habe heute zum ersten Mal leichte Torschüsse auf dem Minitor gemacht. Ich denke, also im Moment das Ziel ist so Anfang Februar nochmal zu meinem Arzt zu fahren, dass er guckt, wie weit ich bin, also ob ich dann so weit bin und mich fürs Training freigibt. Und ja, wenn das dann so klappen sollte, dann, dass ich dann Richtung Mitte Februar vielleicht wieder ins Mannschaftstraining einsteigen darf. Aber ein paar Teile will ich auch hier vielleicht schon mit der Mannschaft mitmachen, so dass mal ein paar Spiele oder so. Also wir sind auf einem richtig, richtig guten Weg und ja, ich bin absolut zufrieden. Das Wichtigste ist ja dann auch wieder Vertrauen ins Knie zu haben. Spürst du das schon? Ist das schon so weit gegeben, dass du sagst, keine Angst, ich gehe auch bestimmte Belastung an, die das Knie ja braucht? Ja, ich mache alles, was Tobi mir sagt. Und es ist auch überhaupt nicht mehr, dass wir irgendwo Einschränkungen haben.
Aber es ist ja klar, dass man, ich habe viel Muskulatur verloren, wo wir wieder dran arbeiten müssen und die wieder aufbauen müssen. Und dass da mir noch gewisse Dinge fehlen, ist ja völlig normal nach 4,5 Monaten. Also es wäre ja vermessen, wenn es nicht so wäre. Aber dass ich mir jetzt irgendwie Gedanken über Stabilität im Knie mache, ist überhaupt nicht mehr, weil es ist wieder hergestellt und super. Wir arbeiten auch daran, Paco kommt wohl noch ein bisschen leise rüber in der Heimat, der wird lauter werden. Und Paco, wenn nicht, müsstest du, was die Dezibelzahl betrifft, noch ein bisschen lauter werden. Aber auch das kriegen wir hin. Wie gesagt, heute unser erster Livestream in diesem Trainingslager. Da gibt es noch die ein oder andere Feinheit, an der wir arbeiten. Aber wir kriegen das mit dem gesamten Team hier wunderbar hin. Die Jungs arbeiten dran und das sollte klappen. Ja, Bedingungen sind perfekt. Heute der Test gegen den VfL Wolfsburg. Und es konnte keinen besseren Co-Kommentator als dich geben. Gegen wen hast du dein letztes Tor geschossen? Gegen VfL Wolfsburg. Ja, damals in der Generalprobe im Sommer. Ja, war ein spektakuläres Spiel, glaube ich. 4-3 ging es damals aus. Ich glaube, da haben wir erstmal, muss man sagen, vor 10.000, 15.000 im heimischen Stadion gespielt. Wer macht das schon beim Testspiel? Das war schon grandios. Und ich glaube, da haben wir auch eine klasse Leistung gezeigt. Aber auch die Wolfsburger waren gut. Und ja, ist immer ein schöner Test, weil es macht doch richtig viel Spaß, gegen Bundesliga-Mannschaften zu spielen, die qualitativ sehr hoch sind und halt auch Fußball spielen wollen. Und ich glaube, die Jungs freuen sich alle drauf. Ja, auf ein paar Spieler schauen wir heute natürlich ganz speziell beim VfL Wolfsburg. Natürlich auf Maxi Arnold, der seinen Vertrag verlängert hat. Auf Marvin Stefaniak, das kann ich schon mal verraten, der wird heute von Beginn an spielen. Natürlich schauen wir bei Dynamo auch auf den Ex-Wolfsburger oder noch Wolfsburger, der ja ausgeliehen ist, Paul Seguin. Der wird nicht von Beginn an spielen, aber der wird dann in der zweiten Halbzeit wahrscheinlich reinkommen in die Elf. So, was ich mitbekommen habe vom Trainer, wechselt ihr komplett durch in der Halbzeitpause. Ja, ich war zwar jetzt eben bei der Teambesprechung nicht mehr dabei, weil ich schon hier war zum Trainieren mit Tobi, aber ich habe es auch so vernommen, dass er Halbzeit spielen möchte und zwei Elfermannschaften eingeteilt hat. Also können wir davon ausgehen, dass Paul auch zu sehen sein wird. Was macht das für einen Sinn? Kannst du das mal aus der Perspektive des Spielers, gerade im Trainingslager, wo die Belastung natürlich auch relativ hoch ist, kurz beschreiben? Ist es gut, wenn man da nur eine Halbzeit hier spielt? Ich denke ja, weil man muss ja auch ein bisschen langfristig schauen. Wir haben jetzt drei Spiele insgesamt im Trainingslager. Jeder möchte am liebsten in jedem Spiel dabei sein. Plus wir haben jetzt zwei harte Tage hinter uns, die jetzt am Anfang sind. Also erstmal eine halbe Stunde oder 45 Minuten reinkommen ist, glaube ich, super. Man kann sich richtig auspowern. Genau. Und ja, da probiert man natürlich alles zu zeigen, damit man Richtung Ende der Woche dann vielleicht bei den 90 Minuten dabei ist. Und jetzt sehen wir gerade die Mannschaft. Das ist die erste Elf, die jetzt gleich auflaufen wird. Und natürlich ganz interessant, natürlich mit Yannick Müller und Marcel Franke auch mal zu schauen, wie die Innenverteidigung funktioniert. Denn Marcel Franke ist natürlich Neuzugang. Auf den werden wir heute ganz speziell auch schauen, wie er sein erstes Spiel für Dynamo seit seiner Rückkehr, kann man ja bei ihm so sagen, ist Dresdner Junge, heute bestreiten wird. Interessante Aufstellung, Manuel Konrad wahrscheinlich dann in der Marco Hartmann-Position. Genau. Und ja, jetzt kommen die Mannschaften aufs Feld. Wir gucken auf den VfL Wolfsburg unterdessen. Der VfL Wolfsburg spielt mit der gleichen Formation, mit der man gestern die letzten 25 Minuten gespielt hat. Man hat ja gestern bereits gegen den FC St. Pauli gespielt und da hat der Trainer Martin Schmidt nach 65 Minuten komplett durchgewechselt. Und das sind die Jungs, die die letzten 25 Minuten bestritten haben, mit einer Ausnahme. Der Sportskamerad Rekalo hatte damals gestern gespielt und für ihn spielt heute Marvin Stefaniak. Auch im Tor hat er durchgewechselt, der Trainer. Da steht Max Grün im Kasten. Oh. So, wir haben beste Bedingungen, sind auch Zuschauer von beiden Teams da. Bei Dynamo ist das guter Brauch, dass die Fans immer mit dabei sind, immer mit ins Trainingslager kommen. Der Haag ist Kapitän, nicht Maximilian Arnold. Ja, das ist ja die richtige und wichtige Debatte beim VfL Wolfsburg. Aber er hat gesagt, er hat noch nicht entschieden. Ja. Vielleicht rotieren die erstmal durch und gucken erstmal, wer dort Kapitän sein könnte. Vielleicht mischt er das noch und guckt mal, wie sich Verhaag da heute anstellt, der ehemalige Augsburger. Mal schauen. Anschluss wird es für Dynamo geben.
So, und damit ist das Fußballjahr für Dynamo Dresden eröffnet. Das Fußballjahr ist eröffnet für Dynamo Dresden mit diesem Testspiel gegen den VfL Wolfsburg. Und wir sind mal sehr gespannt, was die Schwarz-Gelben hier heute schon drauf haben. Die ersten Sekunden laufen. Wir freuen uns, euch dieses Spiel zusammen mit Radio Dresden per Livestream übertragen zu dürfen per Dynamo TV und wünschen euch einen schönen Nachmittag. Beste äußere Bedingungen. Heute früh war es noch ziemlich windig. Ist auch jetzt noch ein bisschen Wind da und da hat es auch geregnet. Jetzt haben wir so 14, 15 Grad. Also sehr, sehr gute Bedingungen und die Rasenplätze sind hier in einem idealen Zustand. Ein Wort noch von dir. Was ist mit Marvin Schwebe? Weil wir sehen ja nun Markus Schubert heute in der Kiste und in der zweiten Halbzeit wahrscheinlich dann Wiege. Ob Wiege spielt, weiß ich nicht. Es war, glaube ich, am Anfang geplant, dass Schwebe und Schubi sich das Spiel teilen. Aber ich habe jetzt heute mitbekommen, dass Marvin, ich glaube, Probleme mit dem Knie oder Muskulatur hat. Ich weiß nicht, mit dem Knie. Und ich glaube, zur Untersuchung ist, aber es macht ja auch Sinn, dann vorsichtig zu sein, weil wir haben noch 2 Wochen und in 2 Wochen muss er im Tor stehen. Also, und für Schubi auch eine tolle Gelegenheit, sich zu zeigen. Ja, definitiv. So, da sehen wir. Marvin Stefaniak, für ihn definitiv ein ganz, ganz wichtiges Spiel. A, gegen seinen Ex-Verein und B, der muss sich beweisen. Martin Schmidt hat gesagt, ich baue auf ihn, ich setze auf ihn, er ist nah dran an der ersten Mannschaft, aber er muss natürlich jetzt irgendwann auch zeigen, was er drauf hat. So, und da kommt der VfL Wolfsburg das erste Mal über die rechte Seite. Schöne Möglichkeit da. Die erste Chance für die Wolfsburger da. Für Yannick Gerhardt, auch so ein Kandidat, der natürlich in der Rückrunde angreifen will, der wenig gespielt hat bislang seit seinem Wechsel vom FC Köln. Mann. Schön rüber gepasst. Yannick Müller haben wir heute Mittag gesprochen. Sehr interessant, sehr aufgeräumt. Sagt, das ist gut, dass natürlich noch ein Innenverteidiger geholt wurde. Das erhöht den Konkurrenzkampf. Und es war natürlich klar, bei 2 gesunden Innenverteidigern, dass der Dynamo da noch etwas tun wird. Und der Junge beschäftigt sich mit so vielen Sachen noch über den Fußball hinaus. War über die Feiertage in Dubai. Studiert ja Finanzwirtschaft. Also sehr, sehr fit. Nicht nur mit den Beinen, sondern auch mit dem Kopf. Schaut die Familie denn zu, Paco? Natürlich. Meine Tochter kann mich jetzt mal endlich wieder hören. Wahrscheinlich ganz begeistert, aber kann es irgendwie nicht verstehen, dass ich nicht da bin. Meine Frau und mein Vater schauen auch zu. Würden mich natürlich lieber um Platz sehen, aber das kommt. Ja, ein bisschen Stimme ist auch in Ordnung. So, und dann haben wir hier Marcel Franke. Was macht er für einen Eindruck, euer Neuzugang? Also sportlich kann ich jetzt wirklich noch nicht beurteilen, weil ich habe ja wirklich wenig gesehen. Menschlich überragend, also ich verstehe mich richtig gut mit ihm. Richtig klar, man merkt total,
wie sehr ihm Dynamo am Herzen liegt. Also das ist schon sein Club, das muss man schon ganz klar sagen. Und er ist wirklich glücklich, jetzt hier zu sein und freut sich. Jetzt gucken wir aber erstmal hier, der Horvath. Mach ihn. Mach ihn doch. Oh. Oh. Da muss er egoistischer sein. Ja. Du hättest den egoistisch aufs Tor gehämmert. Ja, aber guck mal, die Idee war nicht schlecht. Hab's noch mal schön gesehen, aber jetzt hier in der Zeitlupe. Oh, er läuft so schön aufs Tor zu. Ja. Lange Eck. Schade, hätte ihm gut getan. Ja, hier hinten sagt gleich ein Fan, den musste machen. Ja, klar, lässt sich so oben so einfach erzählen. Aus der Perspektive mit einem Bierchen in der Hand. Ja, den musste machen. So. So. Wieder Horvath. Ja, der versucht in den ersten Minuten hier die Akzente zu setzen, in den ersten 6-7 Minuten. Ja, ich hatte es vorhin gesagt, für die Wolfsburger ist es das zweite Testspiel innerhalb von 24 Stunden. Haben gestern gegen den FC St. Pauli nach 0-1 Rückstand noch 3-1 gewonnen. Für die geht es ja dann in 8 Tagen schon los. Jetzt sehen wir hier die Wolfsburger mit dem ersten gefährlichen Pass in die Spitze. Aber richtig gut geklärt von Yannick Müller. Ich habe mir gestern die zweite Halbzeit der Wolfsburger angeschaut. Ja, schon einiges gezeigt. Muss man. Oh, schöner Ball. Schade. Ja, Mata war es da gerade, den Müller da wunderbar abgekocht hat. Ja, die sind natürlich schon 1,5 Wochen weiter als ihr, was muss man so sagen, oder? Ja, ist doch quasi heute die Generalprobe. Richtig, richtig. Sonntag gegen den BVB. Also. Aber bisher, finde ich, machen wir es richtig gut. Ja. Was hat der Trainer, du hast gesagt, du warst bei der Mannschaftsbesprechung heute nicht mit dabei, aber bist natürlich super nah dran. Was erwartet er heute bei diesem ersten Testspiel? Ich glaube auf jeden Fall, dass man den Spaß sieht auf so einem tollen Platz gegen so einen tollen Gegner. Und ich denke mal, dass wir mutig sind und unsere Linie auch durchziehen. Also, dass wir jetzt nicht anfangen, uns hinten reinzustellen und zu mauern und Bälle rauszuschlagen, sondern dass wir Fußball spielen und ja, halt probieren, was wir sonst auch zeigen, auch gegen einen höherklassigen Gegner umzusetzen. So, und aller Viertelstunde versuchen wir dann auch immer ein paar Fragen zu beantworten. Das macht sich bei einem Testspiel immer ganz gut. Erste Bemerkung kommt von Isabel. Onkel Pascal, vermisst du mich schon so sehr, deine Nala? Ja, total. Ist so, oder? Na klar, gut. Ich vermisse sie immer. Gesundheit haben wir eigentlich schon besprochen, da bist du auf einem guten Weg. Das haben wir schon debattiert. Lena fragt, wo steht die Norm am Ende der Saison? Puh, ganz, ganz schwierige Frage. Natürlich erstmal auf jeden Fall überm Strich. Ja, die Situation ist im Moment, wir haben 4 Punkte Vorsprung. Ich glaube 9 nach oben. Aber ich glaube, wir sollten jetzt echt am Anfang drauf schauen, zu punkten, dass man unten nicht reingerät. Und dann kann man sich weitere Ziele setzen, weil jetzt zu sagen, wir wollen nochmal oben angreifen, ist glaube ich schwierig, weil es sind schon viele Clubs auch hinter uns, die auch einen anderen Anspruch haben. Und jetzt der Start gegen Pauli ist natürlich unfassbar wichtig. Und
ja, da drei Punkte zu holen, wäre schon richtig klasse für uns. Hashtag frag Paco über Twitter oder Facebook, nutzt die Möglichkeit, wir haben immer mal während der nächsten gut 80 Minuten da Fragen von euch einstreuen und versuchen, die mit Paco hier zu beantworten. So, Marcel Franke im Spielaufbau rüber auf Yannick Müller. Also ich fand, Paco hat es ja auch schon gesagt, die ersten 10 Minuten hat das Dynamo richtig ordentlich gemacht. Hat wenig zugelassen vom VfL Wolfsburg. Foulspiel da an Ayas Osman. Auch Ayas Osman will angreifen in der Rückrunde. Er hat gesagt, ich brauche mehr Spielzeit. Ich will unbedingt natürlich zeigen, was ich drauf habe in der Rückrunde, in der Restrückrunde, wie es so schön heißt. Ein Spiel haben wir ja schon absolviert, aber sagen wir in der Rückrunde. Ja, vor allen Dingen auch für Ayas wichtig, jetzt gesund zu bleiben. Hat ja auch in der Hinserie ein bisschen Pech. Man zwar kleinere Verletzungen, aber die haben ihn dann doch rausgeworfen. Ja, wenn er fit ist, natürlich kann er uns dann absolut weiterhelfen. Man versucht ähnlich wie mit Marvin Schwebe natürlich Marco Schubert schön ins Spiel mit einzubinden, dass der viel Ballkontakte hat und ihn in den Spielaufbau mit einzubringen. So, jetzt sehen wir Ayas Osman über die rechte Seite. Schöne Flanke da. Die geht richtig, wird dann richtig eklig. Die wird richtig eklig für Max Grün. Und ja, gibt's einen Eckball für Dynamo. 12 Minuten gespielt. Standardsituation sicherlich auch ein Thema, was man in der Trainingslager immer mal wieder trainiert, macht. Ja, absolut. Ich glaube, da war auch ein Fokus heute vom Trainer drauf, dass die Jungs sich, glaube ich, selbst was überlegen sollten. Also nicht, dass er was vorgibt. So habe ich es zumindest mitbekommen. Und ja, ist natürlich für uns extrem wichtig. Ich glaube, wir haben in der Hinserie viele gute Aktionen dadurch gehabt. Und so kann man immer mal ein Spiel entscheiden. Genau, wenn aus dem Spiel manchmal nicht viel geht, nur Standards, dann kann man da immer was klären. Dass wir tolle Standardschützen haben, braucht man glaube ich zu sagen, mit Pipo, Kreuzer. Naja, mal Maxi Arnold gesehen, der seinen Vertrag, ich hatte es gesagt, verlängert hat beim VfL Wolfsburg. Und natürlich ganz gute Chancen hat, Kapitän zu sein. Er ist bei VfL Wolfsburg aus dem aktuellen Kader der Spieler mit den meisten Bundesligaspielen für den VfL. Und mittlerweile eine Identifikationsfigur für den VfL Wolfsburg. Auch wenn er noch ein großes Herz hat für Dynamo Dresden. Foulspiel an Penny Mlapa. Penny hat gesagt, mit dem Schluss der Hinrunde, da kam ich natürlich wenig zum Einsatz. Der Trainer dann natürlich was geändert, als es gar nicht mehr lief. Auf Röser gesetzt. Und er sagt selbst, das war die richtige Entscheidung. Danach lief es ja dann besser. Und er hatte dann wirklich am Ende der Hinrunde so ein kleines Tal. Du weißt, wie das als Stürmer ist. Ja, ist nicht schön. Ne? Aber auch Penny hat seine Qualitäten. Gibt weiter Gas, ist jetzt auch voll bei der Mannschaft dabei. Man muss ja auch bedenken, jetzt wirklich spät eine Vorbereitung bekommen. Ist immer schwierig dann mitten in der Saison. Aber er hat absolut super Qualitäten. Die wird er über kurz oder lang schon sicher wieder zeigen für uns und dann auch wieder viele Tore schießen für die. Aber der VfL Wolfsburg lässt noch relativ gemächlich hier angehen in der Anfangsviertelstunde. Das war gestern beim Spiel gegen den FC St. Pauli schon wesentlich druckvoller. Muss man aber auch sagen, Dynamo macht das bislang richtig ordentlich. Thank you.
ist der Ball wieder bei Max Grün, der in der Jugend beim FC Bayern gespielt hat. Viele kennen ihn aber sicherlich noch von der Spielvereinigung Greuther Fürth. Und jetzt ein sicherer und solider Ersatz beim VfL Wolfsburg für Kuhn Castells. Martin Schmidt hat gesagt, man kann sich absolut auf ihn verlassen. Und der stand ja auch im Kasten beim Pokalerfolg in Nürnberg 2:0, wo der VfL Wolfsburg ja das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht hat. Hashtag fragt Paco, mal wieder eine Frage dazwischen gespreizt. Tom Böhme fragt, hast oder hattest du ein Vorbild? Musst du aber lange überlegen. Nein, ich hatte eins, war zwar nicht auf meiner Position, weil es Oliver Kahn war. Aber da hast du aber eine ganz andere Position. Aber einfach die Einstellung, die er im Leben und den Ehrgeiz, den er entwickelt hatte. Ja, das war mein absolutes Vorbild. Ich war ein Riesenfan oder bin immer noch ein Riesenfan von ihm. Welchen Traum möchtest du dir in deiner Fußballkarriere noch erfüllen, beziehungsweise welches Ziel möchtest du erreichen, fragt Johann Schumacher. Ja, in der Bundesliga zu spielen. Das ist absolut mein Traum und mein Ziel noch. Ja, ich habe ja hoffentlich noch ein paar Jahre. Am allerliebsten natürlich mit Dynamo. So, jetzt können wir, glaube ich, die Übertragung abbrechen. Das ist eigentlich genau das, was wir uns alle wünschen. Das ist, wäre schon ein schönes Schlusswort. Aber wir gucken mal jetzt über diesen Angriff über die linke Seite. Horvat ist da. Ach, dann geht es über Berko wieder über links. Berko spielt jetzt erstmal zurück auf Konrad. Marcel Franke. Dann verpufft dieser Angriffsversuch. Ihr seid ja jetzt das dritte Mal hier in Marbella. Ist es eine gute Sache, weil man viele Sachen schon kennt, weil euch hier nichts überrascht? Also seid auch zum zweiten Mal im gleichen Hotel oder sagt ihr, naja, ein bisschen Abwechslung täte auch mal gut? Nee. Also ich finde es toll hier, und weil man kommt ins Trainingslager, um zu trainieren. Man will vernünftiges Essen haben, vernünftige Übernachtungsmöglichkeiten, damit man zwischendurch regenerieren kann. Und all das bietet einem hier immer tolles Wetter, außer heute Morgen, aber das war okay. Und also man kann es, glaube ich, gar nicht besser erwischen, als wir es hier erwischen. Und deswegen können wir gerne noch öfters hinkommen. Da hat das Zusammenspiel zwischen Jung und Stefaniak nicht ganz geklappt. Ja, du hast ja mit dem Marvin nun auch zusammengespielt. Wie siehst denn du seine Rolle? Du kannst es ja aus der Ferne beobachten beim VfL Wolfsburg. Ist nicht einfach seine Situation, oder? Ja, aber man muss halt auch mal sagen, VfL Wolfsburg hat einen überragenden Kader. Also da als junger Spieler hinzukommen und sich dann direkt durchzusetzen, ist, glaube ich, immer schwierig. Aber Marvin wird Gas geben. So wie ich es, glaube ich, letztes Jahr mitbekommen hatte in der Vorbereitung eine Verletzung. Dann natürlich blöd, wenn man da nicht direkt dabei ist. Aber ja, er wird seine Chance vielleicht noch nutzen, Gas geben und dann vielleicht dann auch auf die ersten Bundesliga-Termine kommen. Jetzt gucken wir uns mal hier den Standard der Wolfsburger an. Wird wahrscheinlich gefährlich durch die Daten. Davon kannst du ausgehen. Jo, hat er aber sicher. Das wundert ja einen, dass er Mali und Didavi nicht zusammenspielen lässt. Auch gestern spielten die nicht zusammen. Die waren ja schon eins der besseren Doppel in der Bundesliga und waren eigentlich mit die zwei auffälligsten Spieler in der Hinrunde beim VfL. Die waren verdammt gut zusammen. Ja. Aber naja, man muss bedenken, sie spielen erst und später in Dortmund. Ich weiß nicht, ob er da direkt so offensiv rangehen wird, weil Dortmund hat auch einiges sehr gut zu machen. Also werden sie stürmen. Könnte sein, dass sie vielleicht eher auf Konter setzen dann. Aber ich denke, spätestens zum ersten Heimspiel werden die beiden wieder zusammen auf dem Platz stehen, weil zwei solche Fußballer, die will man schon auf Platz haben. Martin Schmidt, der Trainer, hat gesagt, das sind zwei echte Waffen, die beiden zusammen, und die zocken richtig gut miteinander. Aber wie gesagt, das muss er natürlich auch mal ausprobieren, wenn einer von den beiden fehlt und wie das funktioniert. Gerade bei Didavi ist er leider oft verletzt und braucht ja immer einen Plan B.
kein Abseits da. Da hebt er spät die Fahne. Das ist der eben angesprochene Didavi im Abseits. Ja, über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, der im Hinspiel noch gespielt hat. Mario Gomez. Ist jetzt nicht mehr beim VfL Wolfsburg, ist zum VfB Stuttgart gewechselt. Wird den Wolfsburgern sicherlich nicht nur als Typ, sondern auch als Stürmer abgehen. Verdammt guter Stürmer. Finde ich immer sehr, sehr unterschätzt in Deutschland. Aber ich glaube, wenn ich mich gerade an das Tor, den Kopfball im Spiel gegen uns erinnere, in der Vorbereitung, der war einfach, das war ja Weltklasse-Niveau. Ich bin mal gespannt, wie sie diesen Verkauf verkraften werden. Origi, sein möglicher Nachfolger, sehen wir dann hoffentlich glücklicherweise in der zweiten Halbzeit. Der Mann, der vom FC Liverpool ausgeliehen wird. Oh, der tritt da in große Fußstapfen. So, jetzt gucken wir wieder auf Manuel Konrad und auf Dynamo. Einwurf gibt es dafür in die Klasse Kreuzer. Ja, ich sag mal, beim VfL Wolfsburg ist auffällig, dass der letzte Pass in die Spitze noch nicht so wirklich ankommt. Nee, das stimmt. War jetzt zwei, drei Mal auch die Möglichkeit reinzustecken. Man verpasst im Moment. Also im Moment überzeugt mich das Spiel noch nicht. Ich finde uns, wir haben zwar auch nicht so die Torschau, aber ich finde uns Robert trotzdem klar besser. Ja, das stimmt, aber ich finde uns klar besser. Also muss man ja wirklich sagen. Mal wieder bei Markus Schubert. Aber weil du vorhin Marvin Schwebe nochmal angekündigt hast oder nochmal erzählt hast, dass er zur Untersuchung ist, es ist jetzt hoffentlich nichts Ernsthaftes. Ja, hoffentlich nichts Schlimmes, aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Ja. Er ist ja gerade bei den Untersuchungen. Markus Schubert, Steve King fragt, was sagst du zu seiner Entwicklung von Markus Schubert? Nochmal bitte? Was sagst du zur Entwicklung von Markus Schubert? Ja, geht immer stetig bergauf, muss man wirklich sagen, aus der eigenen Jugend. Ist immer wichtig, Talente hochzubringen, die aus der eigenen Jugend kommen. Und ja, Schubi macht einen guten Eindruck. Ich würde mir manchmal wünschen, dass er noch ein bisschen aufgeweckter ist. Aber dass er Fähigkeiten im Tor hat, die sind ja unbestritten. Und ja, das wird auch immer wohl die Zukunft sein. Ja, du hast gesagt, du bist jetzt in der zweiten Halbzeit deiner Karriere. Er ist, glaube ich, noch locker in der ersten Halbzeit. Das war unschön, das Foulspiel davon. Stefaniak gegen Horvath. Horvath macht viel Betrieb in den ersten 23, 24 Minuten. Sehr auffällig, sehr präsent. Kurzes Abklatschen mit Marvin Stefaniak da. Gefällt mir gut, der Österreicher. VfL Wolfsburg, weil wir jetzt den Angriff aus der Innenverteidigung sehen, fehlt
fehlen noch Brooks und Camacho, die sind heute wohl angekommen, aber die trainieren individuell, waren auch verletzungsbedingt angeschlagen. Ein ganz prominenter ist auch zwar hier mit im Trainingslager, aber hat immer noch Probleme mit dem Rücken, den haben wir gestern laufen gesehen, auch individuell arbeitend. Quasi, ich sag mal so, der Pascal Testroth vom VfL Wolfsburg, Kuba Blaschikowski, Jakub Blaschikowski, der hatte seit Mitte der Hinrunde wirklich große Probleme mit dem Rücken. Mal schauen, wann der wieder spielen kann. So, jetzt kommt Dynamo über Kreuzer, aber dessen Flanke kommt zwar noch, aber die kann das Grün dann abfangen. Und die Wolfsburger starten den nächsten Angriff, der sofort abgefangen wird. Gut aufgepasst da. Also. Aber jetzt natürlich Marcel Franke sehen, für den wird es auch wichtig sein, zu spielen, wieder Spielpraxis zu haben. Das hat er ja in England jetzt zuletzt nicht gehabt. Aber ich finde es beeindruckend, wie schnell er schon unsere Spielphilosophie verinnerlicht hat. Also er ist ja komplett im Spielaufbau mit eingebunden, spielt die Pässe, so wie es der Trainer von unserem Innenverteidiger verlangt. Und ja, er wird gar keine Probleme haben, sich ganz schnell zurechtzufinden. Und er ist eine absolute Verstärkung für uns. Super Ball. Ich finde, das ist eine Win-Win-Situation für ihn. Er kriegt Spielpraxis, aber eben auch für Dynamo. Man hat einen absolut erfahrenen Spieler bekommen. Einen, der das Dynamo-Herz richtig auf der Brust und in der Brust trägt. Und mit dieser Ausleihe hat Dynamo definitiv gar nichts falsch gemacht. Ja, das war mal wieder ein Top-Transfer von unserem Verantwortlichen. Kein Foulspiel da und gibt die Möglichkeit, überhaupt mal schnell zu starten und auch abzuschießen. Schön gehalten da auch, aber schöne Toraktion von Hauptmann. Sehen wir hier nochmal die Aktion da. Meinst du, er hätte abspielen sollen? Ich bin Stürmer, natürlich muss er den anderen Stürmer anspielen. Wenn er Stürmer gewesen wäre, hätte er gesagt... Immer gucken, wo der Stürmer steht und immer dahin spielen, ist doch klar. Also die Wolfsburger kommen doch gar nicht so richtig dort vorne zum Zuge. Nicht, dass uns das irgendwie stört oder so, aber die Herren da, die mal die kommen da noch gar nicht so richtig in die Box, wie es so schön heißt. Der Vorteil ist, wenn man natürlich weiß, Pass war jetzt nicht gut und da wird Diamata wahrscheinlich das 1-0 machen, ja. Das war nicht gut. Das war, gucken wir uns jetzt hier nochmal an, also eigentlich die Entstehung sehen wir gar nicht, diesen Fehlpass nach hinten. Doch, hier sehen wir es. Janik Müller hat da den Ball komplett falsch eingeschätzt. Also, da kann man Schubi keinen Vorwurf machen. Nein. Ich glaube... Probiert zu retten, was nicht mehr zu retten war. Nee. Also, 29. Minute, 1-0 durch Diamata für den VfL Wolfsburg. Ärgerlich. Ja. Es war unnötig zum jetzigen Zeitpunkt. Der belgische U21-Nationalspieler bringt also die Wölfe in Führung, hofft auch auf mehr Einsatzzeit, hat wenig gespielt in der Hinrunde. Aber natürlich, wo jetzt Gomez weg ist, sagt er sich, okay, das erhöht meine Chancen. Und mit Toren auf sich aufmerksam zu machen, ist nie das Schlechteste. Ja.
irgendwie schade jetzt. Ja, absolut. Also, weil das war ziemlich unnötig. Das war die erste richtige Torschance von Wolfsburg. Ja, die Freunde Stefaniak und Kreuzer hacken sich da draußen auch immer ein bisschen. Also ist schon ordentlich Betrieb. Ja, ganz interessant. Ja. Links Stefaniak gegen Kreuzer als zwei dicke Freunde. Rechts die Davi gegen Heise, auch zwei dicke Freunde. Ja. Freundschaftsspiel halt. So, jetzt gucken wir uns diesen Standard, 30 Minuten gespielt. Kreuzer mit dem Freistoß da von der rechten Seite. Robert versucht sich da durchzusetzen, durchzubeißen. Das ist jetzt vielbeinig, würde ich mal sagen. Ein weiter Pass von Stefaniak und dann die Situation in dem Sinne gut bereinigt. Ich würde ja dieses Tor von VfL Wolfsburg nicht mal als Torschance bezeichnen. Das ist ja aus dem Nichts entstanden. Auf dem Nebenplatz machen sich schon die bereit, die dann in der zweiten Halbzeit spielen werden. Wir hatten es ja schon zu Beginn des Spiels angekündigt, wird den kompletten Wechsel geben bei Dynamo wahrscheinlich. So ist die Ansage. Wobei ich Wege dann hier wo sehe. Dann wird dann vielleicht bleibt Schubi drin. Dann gibt es den fast kompletten Wechsel. Christian Hingst fragt, wer ist der beste Zocker bei euch an der PlayStation und wer verliert am schlechtesten an der Konsole oder wer kann am schlechtesten verlieren? Also ich muss ja sagen, ich bin ja mit Vasil Kusey im Zimmer. Ja. Der hat auch seine PlayStation dabei. Aufgrund unserer Tochter habe ich jetzt ewig nicht mehr gespielt. Habe gedacht, ja, ich spiele mal ein bisschen mit. Habe im ersten Spiel direkt 6-0 verloren. Das tat mir natürlich ganz weh. Jetzt gebe ich auch in jedem Spiel gegen ihn mein ganzes Leben. Ich habe gestern auch sogar gewonnen. Das hat ihn aber nicht so gefreut. Aber ich vermute schon, dass Vasil einer der Besseren ist. Aber der Sportskamerad Möschel muss auch ganz gut an der stimmt, Konsole der sein. Stimmt, der ist auch viel am Zocken. Ich glaube, Horvat spielt noch viel. Aber ansonsten. Also eher die jüngere Generation. Ja, jetzt gucken wir mal, was Marvin hier macht. Spielt den Ball dann erst einmal zurück. Das war die quasi Ex-Dynamo-Staffette zwischen Stefaniak und Arnold. Maxi Arnold im Ballbesitz. So richtig effektiv ist das, ist der viele Ballbesitz des VfL Wolfsburg auch nicht. Und deshalb schmerzt uns der Blick oben ganz links auf die Anzeige. 0:1 steht es im ersten Testspiel von Dynamo Dresden hier im Trainingslager in Marbella, was wir euch gemeinsam mit Radio Dresden und Dynamo TV präsentieren können. 34 Minuten sind gespielt. Dynamo hatte, ja, ein, zwei gute Möglichkeiten. Hauptmann
mit einer Chance. Auch Horvath hatte gleich in der Anfangsphase eine Gelegenheit. Schmerzhaft, dass es den Gegentreffer gegeben hat. Diamata traf da vor 5 Minuten für die Wolfsburger. Die, wir hatten es vorhin schon gesagt, in 8 Tagen dann wieder beginnen. Bundesliga beginnt ja in diesem Jahr so früh wie noch nie, glaube ich, mit der Rückrunde. Spielt ihr mit Fantasieteams oder spielt ihr mit speziellen Teams da an der PlayStation? Und mit wem hast du denn gespielt, Paco? Also ich habe mich... Gut, da kommt Schubi raus. Ich habe zu Beginn doch immer das Offensivspektakel mit Manchester City gesucht, okay. Habe aber gemerkt, dass ich gar keine Chance habe. Deswegen habe ich mich gestern auf Chelsea London besinnt mit 9 Verteidigern. Aber ich habe gewonnen und das zählt am Ende. Okay. Marvin Stefaniak, der schon präsent ist, das merkt man, dass der heute will, dass der was zeigen will. Weil die große Frage, bleibt der jetzt in der Rückrunde in Wolfsburg? Dann nochmal woanders hin. Sollen Vereine interessiert gewesen sein? Darmstadt, Kaiserslautern und vor allem Braunschweig. Aber ich hatte es vorhin schon gesagt, Martin Schmidt, der Trainer, hat gesagt, nee, ich will dessen Entwicklung gerade hier in Wolfsburg sehen. Da kriegt er nun heute Einsatz. Womöglich vielleicht sogar über 90 Minuten. Nächster passt da in die Spitze, kommt aber nicht so wirklich an. Gnome hat da auch aufgepasst. Auf meinen Informationen spielt er 65 Minuten. Aber... Nein, aber wenn er wirklich die Möglichkeit in der X-Serie bekommt, in der Bundeswehr zu spielen, dann muss man die Chance ergreifen, weil Bundeswehr ist das Nonplusultra. Und wenn der Trainer positiv über ihn redet, dann ja, das ist ein gutes Wort und zählt nur Vollgas. Hey, haltet den Ball am Fuß, Männer! Haltet den Ball am Fuß! Tja, für Markus Schubert hatte ich natürlich gedacht, dass der sich in den ersten, oder erwartet vom VfL Wolfsburg, dass der sich schon mehr auszeichnen kann, aber so viele. Aber macht ein gutes Spiel, finde ich. Ja, klar. Also ganz ruhig am Ball. Ja. Das Gegentor absolut schuldlos. Zumindest aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie es unser Torwarttrainer sieht, ob er höher stehen muss oder nicht, aber ich fand es nicht. Ausmann. Da soll es jetzt mal schnell gehen. Über Berko, der rauscht da über der linken Seite lang. Jetzt guter Pass. Scharf. Kommt scharf. Die Flanke? Nee, kommt nicht. Aber die Ansätze sind schon mal ganz gut. Und man darf ja immer nicht vergessen, das ist hier eine Bundesligamannschaft. Torschütze hier im Ballbesitz von Yannick Müller da bedrängt. Manuel Konrad auf Horvath. Breite Pass. An. Auf Berko. Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche Teams. Mittlerweile ist ja Spanien so das Eldorado im Wintertrainingslager. Hier das Who is Who. Kann man ja wirklich sagen, euer erster Gegner St. Pauli, Hamburg SV, Fortuna Düsseldorf, Borussia Dortmund. Viele Teams aus den Niederlanden, aus Belgien. Haben sich hier unten in Andalusien ansässig gemacht und bereiten sich hier quasi auf die Rückrunde vor. Paco hat es ja vorhin auch schon gesagt, die Bedingungen sind hier exzellent.
sieht es ja auch im Hintergrund, die Plätze werden gepflegt und gehegt, bewässert, da kümmern sich mehrere Menschen drum, Greenkeeper, dass hier alles in bester Ordnung ist. Jetzt geht's beim VfL Wolfsburg mal schnell über Stefaniak, der dort über die linke Seite geht, dann den Torschützen sucht, der dann aber abgedrängt wird. Wieder Stefaniak. Ja, das war dann mal der Ansatz einer Torschance von Kaelen Hinz. Kaelen Hinz, ein Bundesligaspiel gemacht, hatte große Hoffnung, hat in der Vorbereitung überzeugt, hatte auch im Spiel im Sommer gespielt und dann gleich im ersten Spiel gespielt gegen Borussia Dortmund und dann kam er aber nicht mehr weiter zum Zuge. Muss ich also jetzt auch wieder in der Vorbereitung anbieten. Was glaubst du, wie ist das beim Fußballer? Beschäftigt dich das, wenn du so einen Fehlpass gemacht hast? So also ich vermute, Fehlpass. Also es ist ja nun kein. Ich vermute, es ist ein Testspiel. Jetzt gerade nicht. Ja. Jetzt gerade ist er wieder voll im Fokus. Aber klar, im Nachhinein wirst du dir schon Gedanken machen und denken, Mist, ey, warum habe ich den Pass nicht einen Meter länger gespielt? Ja. Weil wird kein Mensch über den Pass reden. Und so ist natürlich derjenige, der im Moment das Spiel entschieden hat. Aber lieber hier als gegen Pauli. Ja. Schade. Also so finde ich bis jetzt die erste Halbzeit richtig anständig, die ihr da bislang hinlegt hier. Die ersten 42 Minuten. Wenig Torchancen des VfL Wolfsburg belegt dafür, dass die Defensive von Dynamo gut arbeitet, wenig zulässt. Versucht auch den Spielaufbau der Niedersachsen immer zu stören und selbst immer die kleinen Nadelstiche zu setzen. Maximilian Arnold, da über ihn geht der nächste Angriff und zwar spielt da. Oh, da hat er mal britisch zugelangt, Diamata. Das Foulspiel an ihm von Marcel Franke, der gesagt hat, in England wird vieles nicht gepfiffen, was hier dann schon wieder gepfiffen wird. Englische Härte. Und da schnell ausgeführt und die Torschance da für den VfL Wolfsburg. Ach, bloß Sebastian Jung. Das hat schön gezwirbelt. Keine Reaktion bei Martha. Also wenn du deine Informationen hast, denke ich mal, wird Wolfsburg ähnlich wie gestern 65. Minute wieder den nahezu komplett wechseln. Bis auf die Torhüter machen. Gehen, ne? Dass sie wieder genauso machen wie letzte Woche. Oder wie gestern. Ja. Ein Foulspiel da gepfiffen. Da geht es jetzt nochmal schnell über die rechte Seite. Seite. Das war eine schöne Flanke. Das liegt da auf Berko. Und jetzt A. Osman. Eigentlich
ganz gute Schussposition zunächst gewesen. Letzte Minute läuft im ersten Durchgang. Haupe nochmal. Die Wolfsburg aufgepasst. Wahrscheinlich die letzte Aktion im ersten Durchgang über den Ex-Dynamo, über Marvin Stefan. Das hat sein Kumpel Kreuzer richtig gut gemacht. Oh, das schafft aber das Abspiel nicht. Diamata und Stefaniak. Und pfeift der Elfmeter. Pfeift der Elfmeter, also am besten Willen. Also Müller sieht hier auch noch die gelbe Karte. Also Paco, bitte sag du. Also. Nein. Wie viele Elfmeter haben wir denn dann, wenn das... Also wir sehen es hoffentlich irgendwann noch. Sehen wir heute noch ein paar. Dann. Oh. Paul Verhaag wird den ausführenden Elfmeter. Paul Verhaag gegen Markus Schubert jetzt. Und den verwandelt er ganz sicher zum 2:0. Hat in der Bundesliga 16 Elfmeter-Tore in Serie verwandelt, Verhaag. Also der ist ganz sicher vom Punkt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der drin geht, aber ganz ehrlich, also nein, war gar nichts. War gar nichts. Richtig das ärgerlich. Ist jetzt 2:0 für den VfL Wolfsburg. Ich weiß nicht, warum. Ein Witz. Und wir sehen es sicherlich bedingt durch die schwarz-gelbe Brille, ja, aber wir würden es ja auch anerkennen, wenn ihr jetzt hier ein Feuerwerk abgebrannt habt. Aber der Elfmeter, das ich Gegentor sag mal, war schon streitbar. Ja, absolut. Also ich fand, es war kein Elfmeter. Und die erste Aktion natürlich bei dem Tor von Yannick Müller, das war ein Rückpass, der ja nicht so dort ankam, wo er ankommen sollte. Ja, hier sehen wir nochmal die Highlights aus dem ersten Durchgang. Das war die erste Möglichkeit von Horvath. Ja, wenn er einen halben Meter kürzer kommt, dann sagt jeder, genial gemacht. Ja. Ne? Da den freien Mann noch zu sehen. Ja. Aber es war, glaube ich, wäre keiner böse gewesen, wenn er selbst geschossen hätte. Wobei du als Stürmer natürlich gesagt hättest, abgeben, weil... Ich spür mich an, immer. Wie du es hier gesagt hast bei der Aktion von... Hauptmann, also man hatte, das sieht man ja jetzt hier bei diesem Zusammenschnitt. Eine tolle Aktion von Hauptmann. Man hatte gute Chancen. Jetzt sehen wir hier das Gegentor nach dem Fehlpass von Yannick Müller. Und das nutzt dann Diamata aus zur 1:0-Führung. Und ich hoffe, wir sehen dann auch gleich nochmal den Elfmeter. Denn den haben wir noch nicht in der Zeitlupe so richtig gesehen, sezieren können mit Paco. Das dürfte es jetzt sein. Das ist es noch nicht, das kommt dann gleich. Das war noch die Chance davor. Also auch die Wolfsburger mit ein, zwei Möglichkeiten, wobei ich das jetzt hier. Jetzt hier ist der Elfmeter. Der springt ja vorher ab. Nee, beim besten Willen. Also ich will Marvin Stefan ja gar nichts Schlechtes. Überhaupt nicht. Einfach davon sind wir weit entfernt, aber. Dann sehen wir ein paar viele hier heute im Spiel, wenn das alles Elfmeter sind. Also, gut. Nehmen wir es so hin. Zur Halbzeit steht es 2:0 für den VfL Wolfsburg. Wir machen auch mal kurz Pause, atmen fix durch und hören uns dann zur zweiten Halbzeit wieder und freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Kurz Luft holen und vielleicht bei Dynamo TV die ersten Berichte schauen. Die Jungs sind da wieder sehr aktiv, machen gute Tageszusammenfassungen. Gestern habe ich da unter anderem Niklas Kreuzer, Ayas Osman und den Herrn Möschel gesehen. Sehr, sehr interessanter, schöner Beitrag. Schaut euch ihn an und seid dann wieder dabei, wenn es kurz vor 4:30 hier weitergeht mit der Übertragung aus dem Trainingslager. Bis gleich. Thank you.
Stefan! Josh! Thank you.
So, wir sind wieder zurück, haben mal uns etwas erfrischt. Hier ist Mabea, das Mabea Football Center. Wir melden uns von der zweiten Halbzeit, das Testspiel von Dynamo Dresden gegen den VfL Wolfsburg. Hier ist das Trainingslager der Sportgemeinschaft Dynamo. Dynamo TV und Radio Dresden präsentieren euch die Testspieler hier aus Spanien. Jetzt sehen wir dort unten die letzten Instruktionen, die Trainer Uwe Neuhaus seinen Jungs mit auf den Weg geben wird. Er hat komplett durchgewechselt, bis auf Markus Schubert. Markus Schubert bleibt weiter im Tor, war bei beiden Gegentreffern machtlos. Ein Elfmeter-Tor von Verhaag. Der Treffer von Diamata. Ja, und so steht es 2:0 für den VfL Wolfsburg. Durch einen sehr strittigen Elfmeter kurz vor der Halbzeitpause und einen verunglückten Rückpass von Yannick Müller. Wolfsburger tauschen den Torhüter. Da kommt Philipp Menzel jetzt ins Tor. Ansonsten gibt es bei den Wolfsburgern noch nicht die große Wechselarie. Pascal Tesroth wird auch gleich wieder in der zweiten Halbzeit bei mir sein und das Spiel an meiner Seite kommentieren. Nicht verwunderlich ist, der FC St. Pauli, ich hatte es gesagt, wir haben gestern gespielt gegen den VfL Wolfsburg und der Trainer Markus Kauschinski, den habe ich jetzt eben erspäht, der schaut sich die zweiten 45 Minuten an, ganz klar, der guckt sich auch schon mal den ersten Gegner in der zweiten Liga seiner Mannschaft im Jahr 2018 an. Also die zweiten 45 Minuten laufen. Ihr habt auch, das war jetzt mal gut gemacht, ihr habt auch in der zweiten Halbzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Fragen an den Co-Kommentator, an Pascal Tesroth. Und das Ganze unter dem Hashtag FragPaco, Facebook, Twitter, nutzt die Möglichkeiten. Dynamo auf den sozialen Netzwerken sehr präsent. Auch bei Instagram gibt es täglich Stories. Instagram, ein soziales Netzwerk, was der Co-Kommentator des heutigen Nachmittags auch sehr gerne nutzt. Pascal. Absolut. So, Dynamo hat durchgewechselt. Komplett. Und der VfL Wolfsburg bislang einmal im Tor, ich hatte es gesagt. Interessant natürlich jetzt bei Dynamo die Innenverteidigung mit Ballas und dem jungen Kevin Ehlers. Kannst du zu Kevin Ehlers schon zwei, drei Worte verraten? Junger Spieler, A-Jugend. 16 Jahre alt, also hat einen Körper wie ein 20-Jähriger. Absolute Ruhe und absolut klar im Kopf, also okay. Macht bisher einen super Eindruck. Ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, der wird seinen Weg gehen, weil was er bisher im Training macht, ist super. Na,
Ja, jetzt sind wir natürlich gespannt, wie er es gegen die Bundesliga-Kanten macht. Das ist für ihn sicherlich jetzt auch mal eine Hausnummer. Wolfsburg wieder über die rechte Seite da. Flankenversuch gut geklärt. Ja, wir haben über den Elfmeter natürlich diskutiert und über den braucht man nicht sicherlich diskutieren, aber natürlich ein, zwei Mal, das ist auch in der Hinrunde immer mal aufgefallen, vielleicht hätte man die Situation aber gar nicht so aufkommen lassen müssen, sondern einfach mal den Ball dann raushauen können, kompromisslos in der Situation. Aber sei es wie es sei, es ist ein Testspiel und das sollten wir über dem Ganzen stellen. Also Florian Ballas kann spielen, der war heute früh ja leicht angeschlagen, hat dann das Training vorsichtshalber abgebrochen. Ach, hat er abgebrochen sogar? Hat dann kurz gesagt, okay, war ja, wohl, aber das war nichts Ernstes. Nur beim Mittagessen haben wir dann vorhin gesagt, ja, dass sie darüber gesprochen haben. Haris Duljevic. Beginn der zweiten Halbzeit, in den ersten vier Minuten viel Ballbesitz für die Schwarz-Gelben. Ja, beim VfL Wolfsburg, die ja jetzt nicht groß gewechselt haben, kommt vielleicht dann auch bald irgendwann der Mann mit dem Hammer und sagt, okay, Trainingslager, nicht. Hacko schüttelt mit dem Kopf. Wäre schlecht, eine Woche vor Saisonstart, wenn nach 60 Minuten der Mann mit dem Hammer kommt. Du kannst ja auf so ein Testspiel jetzt im Trainingslager auch keine Rücksicht nehmen. Du musst ja ein bisschen auch was machen. Wobei Trainer Martin Schmidt wohl gesagt hat, das Trainingslager dient vor allem zum Teambuilding, dass die Mannschaft noch enger zusammenrückt. Für ihn ist es das erste Trainingslager als Trainer vom VfL Wolfsburg. Und da ist es. Und Siege sind für Wolfsburg auch verdammt wichtig, weil so rosig stehen sie auch nicht in der Bundesliga da. Ganze drei Spiele gewonnen. Es gab ja dann diese lange Remis-Serie unter ihm. Jetzt kommt super der lange Pass auf Haris, der war richtig schön. Und der steht leicht im Abseits. Da habe ich meine Zweifel dran. Schöne Kopfballverlängerung da. Jetzt sieht man Jan Arnold da über die linke Seite. Foulspiel gepfiffen. Am Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg. Lumpi da mit dem Ballverlust. Aber wie gesagt, weitestgehend ist das Defensivverhalten richtig ordentlich bei Dynamo. Da kommt wenig rum, was jetzt beängstigend ist vom VfL Wolfsburg. Den Elfmeter müssen wir nicht reden. Gut, der Fehlpass da von Yannick Müller. Benatelli jetzt in. Mit dem Ball spielen sie erstmal wieder zurück auf Markus Schubert, der seine Sache in der ersten Halbzeit gut gemacht hat.
Und dann Müller rutscht der Ball dann ab und dadurch kommt der VfL wieder im Ballbesitz. Mal wieder eine Frage an Paco, Hashtag frag Paco. Loris, 8 Jahre, fragt, wo hat denn der Paco mit 8 Jahren gespielt und hat er damals schon so viele Tore geschossen? Mit 8 Jahren habe ich bei Olympia Bocholt gespielt. War mein Jugendverein, wurde von meinem Vater trainiert. Habe ein paar mehr Tore geschossen als jetzt, da war es ein bisschen einfacher noch. Aber war auch damals schon Stürmer, also ich bin mein Leben lang Stürmer gewesen und auch immer geblieben. Gab es nicht immer eine Belobigung von der Mama für die ganzen Tore? Ja, also ich glaube bis zu meinem 1000. Tor habe ich jedes 100. Tor einen kleinen Pokal bekommen. Ja, das hat dann irgendwann geendet, aber war immer eine tolle Motivation für mich. Gibt es die Pokale noch? Also klar. Stehen die? Wo stehen die? Alle in meinem Kinderzimmer. Kinderzimmer ist immer noch so, wie ich es vor mittlerweile 10 Jahren verlassen habe. Okay. Wahnsinn. Ja, immer noch. Werden auch immer noch geputzt und gepflegt und ja, ein bisschen Erinnerung an den, ja, an den Kleinen. Ja. Weil, aber du warst, also mich würde es wundern, wenn du jetzt sagst, nein, ich hatte immer mal eine andere Position. Da fragt der 17er, warst du schon immer Stürmer oder hast du auch mal auf anderen Positionen gespielt? Wie dein großes Vorbild Oli Kahn vielleicht im Tor? Ich habe 2 Spiele im Tor gemacht bei Schalke 04 damals. Da hatten wir nämlich eine Unterbesetzung im Tor. Okay. Und irgendwie immer, wenn es geregnet hat und wir haben auf Asche gespielt, wollte unser Stammtorwart nicht spielen. Da durfte ich dann, aber ansonsten war ich immer Stürmer. Ja, zu Zeiten von Arminia Bielefeld habe ich auch mal rechts im Mittelfeld gespielt oder hinter der Spitze, ja. Aber ansonsten schon immer ganz vorne drin. Wer da war damals Stammtorhüter? Kevin Beinsen hieß der. Okay, ich dachte jetzt irgendjemand, weil die Schalke Nachwuchsschule hat ja doch den einen oder anderen prominenten Torhüter rausgebracht. Ja, ich habe auch mit einigen zusammengespielt, von denen Manuel Neuer, Ralf Fährmann, Mohamed Amsef, aber der damals in der Jugend ist nicht groß rausgekommen. Gut. Eine Frage machen wir noch, dann machen wir später natürlich weiter. Einer fragt, ist es für die Mannschaft ein Vorteil, dass im Trainingslager immer viele Fans mit dabei sind oder möchte man da auch mal eher unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren? Viele Fans sind immer ein Vorteil, weil das immer toll ist. Ja, ich glaube, wir sind hier 3000 Kilometer von Dresden entfernt, ja. Und es kommen wieder so viele hier hin. Das ist immer eine Motivation, für die Fans Gas zu geben und ich glaube, wir können uns über unsere Fans einfach nur glücklich schätzen, dass immer so viele dabei sind und das macht unseren Verein absolut besonders. Aber Paco, es ist natürlich ein Trend im modernen Fußball, dass viele Mannschaften sagen, okay, wir schotten uns so ein bisschen ab. Jetzt nicht unbedingt im Trainingslager, aber in der normalen Trainingsarbeit, oder? Ja, das gehört ja auch manchmal dazu, weil es geht ja, glaube ich, nicht gegen unsere Fans, sondern die Spione werden immer mehr im heutigen Fußball und wenn man gerade mal Standards einüben möchte, dann ja, was soll man machen? Du darfst gucken, du darfst nicht gucken, das kann man ja auch nicht machen. Dann macht man sich leichter, indem man ins Stadion geht. Aber generell ist, glaube ich, die Nähe zu unseren Fans immer sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das kriegen wir auch sehr gut hin bei Dynamo. Ja. Wir sind glücklich, dass wir sie haben. Da hört man von
andere Teams hier oder hier in Spanien auch andere Sachen, die da nicht so nah dran sind, aber ihr seid wirklich relativ nah an der Basis. Der VfL Wolfsburg, muss man sagen, die hatten gestern Fanabend gemacht mit den mitgereisten Fans. Das hat bei denen wohl auch Tradition und ist ein guter Brauch. Also auch die tun etwas für ihre Anhänger. Natürlich ist da jetzt Florian Ballas so der Chef in der Innenverteidigung mit seiner ganzen Erfahrung. Und bringt jetzt auch den weiten Pass nach vorne da. Wäre auch verwunderlich, wenn Kevin heute bei seinem ersten Spiel der Chef ist und die Kommandos gibt. Ja, na klar. Mit Marco und Flo um sich herum. Wäre interessant, wenn Kevin sagt, ich bestimme jetzt hier alles. So, jetzt haben wir mal wieder einen Standard. Könnte mal ein Tor fallen für uns. Das würde uns gut gefallen nach 59 Minuten. Eckball wird es da geben von der rechten Seite. Na Teddy. Nächster Eckball. Was machen jetzt die Spieler, die jetzt 45 Minuten gespielt haben? Wie geht's jetzt? Was machen die in der Zeit, wo die anderen jetzt spielen, die zweite Halbzeit bestreiten? Auslaufen? Ja, es sieht ja danach aus. Ich weiß nicht, wie lange. Ich denke mal 20, 25 Minuten auslaufen. Ja. Weil, man muss ja probieren, schnellstmöglich wieder Frische reinzubekommen, damit morgen wieder trainiert werden kann. Und jetzt Tor. Und da ist das Sehr Tor. Schön. Da ist das Tor. Nach einem Eckball. Und das ist das erste Tor im Jahr 2018 gewesen. Ja, der Kapitän hat's gemacht. Tor des Monats wird's nicht. Egal, zählt aber. Aber Tor ist Tor. Zählt, das ist das Wichtigste. Also verdient ist es allemal, oder? Ja, absolut. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit super angefangen. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurde Wolfsburg ein bisschen stärker, muss man sagen. Ja. Aber jetzt auch in der zweiten Halbzeit. Wir haben ja den Ball und wir sind aktiver. Und absolut verdient jetzt. Wäre schön, wenn wir noch einen nachlegen können. Ja. Das Mali da mit dem Pass und das Foulspiel dann aber... Ich wollte das nicht schlimmer mit der Schulter. Das ist nicht so schön. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Also einen angeschlagenen Spieler oder also trotz des Neuzugangs von Marcel Frankes ist man auf der Innenverteidigerposition jetzt nicht besonders luftig aufgestellt. Aber das geht schon weiter bei ihm. Aber gerade mit der Schulter von Flo. Ja. Aus der letzten Saison gegen Pauli. Ich hatte jetzt hier auch so übel abbekommen. Aber sieht gut. Du hältst es mal im Auge. Ja. Dujovic setzt sich da schön durch. Teilt dann den Ball auch. Aber mehr Zug nach vorne ja. Jetzt, ne? Also merkt man direkt, die Lücken werden größer dadurch bei Wolfsburg. Ja. Da vom Keeper des VfL Wolfsburg, Menzel. Fabian Müller mit dem Einwurf. Hin, links zu!
wieder schön den Ball erkämpft. Lumpi Lamberts jetzt. Genau, schön drüber gespielt. Aber Paco, du hast schon recht. Also es wird offensiver in der zweiten Halbzeit bei Dynamo. Ja, Foulspiel von Marco Hartmann. Muss man mal machen. Türkischen Nationalspieler Yunus Mali. Der ja zurückgekehrt ist, oder der ja zurück, wo es die Wiedervereinigung mit seinem Ex-Trainer gab, in Mainz, Martin Schmidt hat ihn ja trainiert gehabt. Und ich glaube, er war nicht unglücklich, dass Martin Schmidt jetzt Trainer im Herbst in Wolfsburg geworden ist. Ja, hat ihn schon groß rausgebracht, ja. In Mainz. Ich glaube, man arbeitet immer gerne mit Trainern wieder zusammen, wo man weiß, was sie von einem wollen und wo man das Vertrauen spürt. Und 16 Bundesliga-Spiele, 4 Tore, eine Vorlage. Nicht die schlechteste Quote. Jetzt stehen die großen Wechsel an bei Wolfsburg, ne? Ja. Ja. Die machen sich alle jetzt schon bereit. Mali ist ja schon zur Halbzeit reingekommen. Der Torhüter, hatte ich gesagt. Und jetzt wird es gleich richtig wild dann an der Seitenlinie werden. Also ähnlich wie gestern, so um die 65. Ja. Minute rum. Stuljevic. Zockt da schön hinten. Schiebt den Ball darüber auf Elas. Also 65 Minuten sind gespielt. Das Spiel hier in Marbella. Und, ja, ich glaube, der stand leicht im Abseits der Lumpi. Einen halben Fuß stand er da drin in der 65. Minute. Das erste Testspiel von Dynamo in diesem Trainingslager. So, euch Radio Dresden und Dynamo TV präsentieren können. Verdienter Anschlusstreffer der Dynamos. 1:2 steht es. Und beim VfL Wolfsburg wird jetzt wild durchgewechselt. Da kommen quasi jetzt die rein, die gestern von Beginn an gegen den FC St. Pauli gespielt haben. Also zum Beispiel ein Gila Rugi, ein Origi, ein Udokai. Also da wird jetzt durchgewechselt. Und die dürfen jetzt noch 25 Minuten hier ran. Dynamo hatte das mit dem Durchwechseln dann in der Halbzeit schon durchgezogen. Weil wir vorhin von den vielen Toren gesprochen hatten, für die du Pokale bekommen hast, Brauarbeiter hat bei Twitter uns geschrieben, für dein 100. Dynamo-Pokal, für dein 100. Dynamo-Tor bastelt er dir einen Pokal, versprochen. Das ist ein Ansporn. Wie viel fehlen mir noch? Kann er mir das sagen? Ja, du bist doch Dr. Ball. Du müsstest doch mir sagen können, wie viele Dynamo-Tore du jetzt hast. Ich weiß ja nicht, ob du da Festspiele mit... Pflichtspiele 21 plus ein Elfmeter gegen RB Leipzig. Kein unwichtiger. Oh. So, Also das 22. War eine schöne Aktion.
das war ein schöner Schuss da von der Strafraumgrenze vom VfL Wolfsburg. Was jetzt das Spielerische betrifft, vielleicht die beste Toraktion sogar der Wölfe, oder? Der Niedersachsen. Ja, könntest du recht haben, wirklich. Also spielerisch, muss ich wirklich sagen, überzeugen die Wolfsburger mich nicht. So, jetzt vielleicht mal Yunus Mali, der sich da an der Strafraumgrenze durchtankt und dann auch abschließt. Aber am Tor vorbei. Vorwärtsgang. Aber man, auch die Offensivspieler wie jetzt Harris Drugovic, aber die gut mit nach hinten. Sehr gut gemacht jetzt. Lumpi hat da gut gewühlt hinten. Natelli. Aber muss man auch sagen, die Kombo hinten in der Innenverteidigung mit Ehlers und Ballas macht das bislang ordentlich, oder? Also ich glaube, ein größeres Lob, als dass man nichts über Kevin Ehlers sagen kann, ja, gibt es nicht. Ich meine, er spielt seit 25 Minuten so souverän. Mit wie 16, Alter. Mit 16 Jahren, also das ist schon, muss man überlegen, der kann doch in der B-Jugend spielen. Das ist phänomenal, was der spielt. Da kompromisslos. Im Moment verlagert sich das Spiel wieder. Das ist ein bisschen mehr. Sicherlich aber auch, weil die natürlich gewechselt noch haben, ordentlich Sprit im Tank haben. Also das muss man denke ich auch, dann auch sagen. Und ich weiß gar nicht, ob man da jetzt von der ersten Elf der Wolfsburger sprechen kann, die jetzt auf dem Platz steht. Das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, das ist bunt gemischt. So, gucken wir uns die mal da an. Wie ein Arnold. Verhaag waren im anderen Team, also ich vermute schon, dass sie zur ersten Elf gehören. Ja, Mali ist jetzt auch kein schlechter Udokai, der Aufsteiger der Hinrunde, also, und Origi, also von daher bunt gemischt. Ich denke auch. Ja. Ja, man versucht natürlich jetzt mit dem Pressing, das sieht man bei den Wolfsburgern, die Dynamos zu Fehlern zu zwingen. Wieder Yunus Mali. Legt da. William. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall eine Herausforderung für Dynamo, in den letzten 20 Minuten jetzt hier dagegen zu halten, versuchen,
möglichst kein Gegentor zu kassieren und vielleicht noch so den einen Nadelstich zu setzen. Ja, aber man muss sagen, wir führen in der zweiten Halbzeit mit 1-0. Kann man ja auch so sehen. Jetzt dagegen zu halten, ja, gegen so eine Truppe, die so viel Offensivpotenzial haben, ist ja auch mal was. Ja. Ist uns ja leider in den Runden nicht immer gelungen, so die Führung über die Zeit zu retten. Ja. Ist auch wieder eine Art des Lernens. Und ja, vielleicht geht ja noch ein Konter. Nochmal zum 2-2. Würden wir alle gerne mitnehmen. Auf jeden Fall. Man darf Testspielergebnissen nicht allzu viel beimessen, aber nein, natürlich, nicht, wenn man so, oh, so gut gemacht. Sehr gut gemacht, ja. Wenn man so ein Erfolgserlebnis gegen einen Bundesligisten erkämpfen kann, dann nimmt man das durchaus gerne, ja, auch mit. Schneller Angriff da jetzt der Wolfsburger. Nächste Möglichkeit. War exquisit, diese Chance da. Vom Mann mit der Nummer 18 erschienen. Ja, mit den Pokalen haben sie es jetzt irgendwie. 79 Tore würden dann noch bis zum Pokal fehlen. Also der Elfmeter zählen sie nicht mit dazu. So. Aber meine Mama hat halt auch Tore im Konterspiel dazu gezählt. Weil das sind, was die Mama sind sagt, auch Tore, die zählen. Also im Training jetzt nicht. Aber ja, auch Konterspiele zählen. Freue ich mich auch drüber. Natürlich. Du bist Stürmer, Paco. Aber okay, 79 Pflichtspieltore. Ja, okay. Also diese Saison wird es schwer. Eventuell könnte das schwer werden. So, jetzt noch ein verspäteter Wechsel bei den Wolfsburgern. Also komplett hatte er nicht durchgewechselt. Masur kommt rein, der Holländer. Geht's schnell da über William, über die rechte Seite. Aber gut abgekämpft da. Also hier ist noch alle Zeit der Welt, um den Ausgleich zu machen. Ansätze waren da bei Dynamo. Gerade um das Anschlusstor von Marco Hartmann hat die Mannschaft gut gearbeitet, gut Betrieb gemacht. Nicht nur über Standards für Akzente gesorgt, sondern eben auch mit dem ein oder anderen Angriff. Fand die erste Hälfte der zweiten Halbzeit gehörte schon. Absolut, Dynamo. Ja. Wie ist das, Pascal, Paco, wie viel Rücksicht nimmt man auf so ein Testspiel? Am Tag selber gibt es ein Anschwitzen, da macht man dann sicherlich nicht mehr die Hochbelastungseinheit. Ist das unterschiedlich, wie ist das? Ja, na klar will man gut aussehen in so einem Testspiel. Und der Trainer kommt jetzt nicht auf die Idee, am Morgen davor eine Krafteinheit zu machen, wo man alles raushaut. Definitiv nicht, ja. Aber auch heute Morgen haben die Jungs Gas gegeben. Er hat den Schwerpunkt halt den Torabschluss und den Standards gelegt, weil man hat nur ein paar Tage zum Trainieren und dieses Spiel ist nicht alles in diesem Trainingslager. Ja. Und deswegen nimmt er natürlich ein bisschen Rücksicht darauf und probiert die Belastung anders zu verteilen. Jetzt gucken wir mal, was der VfL hier macht. Nö, das klären sie gut. Wir verteidigen verdammt gut gegen den Ball. Da hat man ja den 14er, den Orishima gesehen, den Mann vom FC Liverpool ausgeliehen. Wo sie ja jetzt gesagt haben, okay, möglicherweise wollen sie den dauerhaft verpflichten, der VfL Wolfsburg. Das wäre eine interessante Transferverhandlung sicherlich mit dem FC Liverpool werden.
Ja. Nächster Eckball da für den VfL Wolfsburg. Mali trabt jetzt raus zur Eckfahne. Natürlich auch, weil wir ihn vorhin gerade auch gesehen haben. Paul Seguin, bei ihm ist es natürlich auch so ausgeliehen und Rebbe, der Manager, der Sportdirektor vom VfL Wolfsburg, hat gesagt, wir wollen ihn im Sommer schon ganz gern zurückhaben, beobachten genau, was er macht. Mal schauen. Der Vertrag bis 2020 beim VfL. Geklärt jetzt die Situation, diesen Eckball. Also die Gefahr des VfL Wolfsburg bei Standardsituationen ist überschaubar. Wenn wir den Elfmeter dazu nehmen, dann haben sie natürlich ein Tor aus dem Standard gemacht, aber ja, über den Elfmeter haben wir nun genug gesagt. Positionen schaffen, Position. Hey, Halbposition, komm, 10. Reicht das jetzt? Möchte da jetzt mit dem Freistoß? Ja. Es fällt schon auf, also Mali ist schon sehr präsent, also in der zweiten Halbzeit versucht er die Fäden. Ja, zieht schon das Spiel dazu an sich und einfach ein toller Fußballer. Ja. Schöner Ball. Ja. Sehr schön. Gute Aktion. Das war Paul Seguin. Der aber, war jetzt nicht so gut, der Einwurf. Seguin, die Viertmeister Einsatzzeit in der Hinrunde gehabt. Nach Schwebe, Ballas, Yannick Müller ist er der Mann, der da auf Platz 4 steht. Ich gar nicht gedacht, zumal er ja nicht von Beginn an gespielt hat. Ja, aber klar. Philipp Heiser Dr. Ball versucht jetzt gerade noch mal durchzurechnen. Naja, aber das passt schon. Philipp Heiser hat sich selbst ja ein bisschen rausgenommen zwischendurch mal. Die rote Karte hat ja wirklich geschmerzt. Also doch, man kommt ja nicht ganz vorbei zu sagen, dass... 93. Minute schon Sinn gemacht in Nürnberg. Das weiß er aber auch selbst. Hoffentlich. Jetzt Freistoß für den VfL Wolfsburg. Nach dem Einsatz da von Rico Benatelli. An Origi. Tja. Und beim VfL Wolfsburg auf jeden Fall der präsenteste Spieler in Halbzeit 2 übt diesen Freistoß jetzt aus. Raus und dann kriegen sie die Situation irgendwie geklärt. Also so eine einheitliche Linie hat der Mann aus Spanien jetzt nicht unbedingt. Also das ist... Ja, das ist ja.
gut geklärt dort hinten. Canatelli ist es jetzt. Foulspiel. Fabian Müller gepfiffen. Gehen hier in die Schlussphase, gehen auch in die Schlussphase mit unseren Fragen. Frag Paco. Simon fragt, spielst du lieber mit einem Sturmpartner zusammen oder lieber als alleinige Spitze? Ich würde überhaupt gerne mal wieder spielen. Das war so ein sentimentaler Satz jetzt. Paco, das kommt schon wieder. Ist ja klar. Nein. Also ich muss sagen, es hat mir schon richtig viel Spaß gemacht, letztes Jahr mit Stefan zu spielen. Ja. Wo wir öfters mal zu zweit spielen durften, aber... Ja, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Mit dem zweiten Stürmer hat man eventuell nicht immer beide Innenverteidiger auf den Füßen stehen. Mhm. Mit zwei Mittelfeldspielern dahinter hat man im Mittelfeld mehr Präsenz und die einen dann von hinten unterstützen. Also wirklich, ich wünsche mir, bald wieder auf dem Platz zu stehen. Und wie egal, ob alleine oder wirklich immer zusammen. Das komplett egal, muss ich wirklich sagen. Aber ich glaube, das größte Tal hast du doch jetzt mittlerweile längst durchstritten. Also was man ja, man muss ja wirklich sagen, es ist eine lange, verdammt lange Pause. Es ist die übelste Verletzung, die man sich zuziehen kann, der Kreuzbandriss. Und ich glaube, es geht nach oben. Ja, absolut. Es geht steil bergauf. Das Licht am Ende des Verletzungstunnels sehe ich auch. Darf halt trotzdem nicht vergessen, dass es nur ein langer Weg ist und ein intensiver Weg. Aber... es macht wieder Spaß, also es macht mehr Spaß, jeden Tag zu trainieren, wie man Pässe spielt, als zu lernen, wie man den Fuß 5 cm vom Boden abheben kann. Ist Tobi Lange ein schöner Quelix? Also ich habe es schon oft gesagt, ich glaube, ist der beste Mann, den ich mir wünschen konnte für meine Aufgabe. Ja. Und ich bin ihm wirklich auch jeden Tag dankbar für das, was er macht und bin dankbar, dass ich mit ihm trainieren darf. Dass er so sich die Zeit nimmt, aber er ist wirklich ein absoluter Quellix. Also. Das ist nicht so lustig manchmal. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber von nichts kommt nichts. Ja, wir machen teilweise Übungen, die kann ich mir nicht mal vorstellen, dass die gehen und die soll ich dann noch machen. Das ist schon interessant, was er sich da manchmal überlegt. Udokai hat jetzt hier gerade den Ball zurückgespielt. Bei Felix Udokai klappt man auch nicht immer. Gebürtiger Annaberg-Buchholzer kommt aus Sachsen, dann über den sächsischen Konkurrenten und 1860 München zum VfL Wolfsburg gekommen. Ein Berater auch ganz interessant, der Sohn von Matthias Sammer berät Felix Udokai. Auf jeden Fall ein Shootingstar gewesen in der Hinrunde beim VfL Wolfsburg. Der Mann in der Innenverteidigung, hier gibt es ein Foulspiel an Lumpi Lamberts. Das sieht jetzt auch der Schiedsrichter so. Auch an dich, Jens, ne? Und an Radio Dresden muss man ja wirklich mal von uns Spielern, weil dadurch können unsere Familien gucken und auch, ich denke, von den ganz vielen Fans sagen, toll, dass ihr es so möglich macht, dass wir wieder hier Spiele live verfolgen können. Also ist ja schon eine tolle Sache und ja, steckt sehr, sehr viel Herzblut drin und sind wir echt alle glücklich drüber. Und ja, meine Familie, weiß ich, die guckt gerade und ich denke noch viele Familien von den Jungs, weil ja, es vermisst doch jeder seine Söhne und will doch jeder mal was davon sehen und das ist schon eine tolle Sache. Ja, wir versuchen wirklich gerne die Sportgemeinschaft zu unterstützen. Es ist eine Herzensangelegenheit, das muss man einfach das mal so sagen. Das merkt man aber auch. Und wir versuchen der Sender aus der Stadt zu sein und natürlich auch für den Sportverein aus dieser Stadt. Und deshalb sind wir auch gerne hier in Spanien und verfolgen jetzt die letzten 3 Minuten beim Testspiel der Dynamos.
gehen so langsam in Richtung. Nein, das war kein Abseits. Im Zweifel immer für den Stürmer. Ich verstehe das nicht. Bist du eigentlich ein Fan vom Videoassistenten? Das wird ja so viel diskutiert und thematisiert. Bist du froh, dass es den in der zweiten Liga nicht gibt? Oder würdest du sagen, nee, super Sache? Ich hätte ihn gerne. Also echt? Ich finde es eine coole Sache. Ich würde ihn anders machen. Ich würde es wirklich wie im Tennis machen, dass man selbst eingreifen kann. Weil also, dass der Trainer eine Challenge genau, hat? Der Trainer hat zum Beispiel. Genau, der Trainer hat zwei Möglichkeiten. Okay. Wenn er recht hat, dann hat er sie weiter. Wenn er Unrecht hat, weil dann kann sich danach keiner beschweren. Okay. Weil diese Aufgabe so an die Schiedsrichter zu übertragen, das ist einfach ja, ungerecht denen gegenüber. Schauen wir kurz auf den VfL Wolfsburg. Aber ist super gelöst. Also ich muss mal sagen, die Defensivarbeit ist schon richtig ordentlich. Ja. Also man darf ja immer nicht ganz vergessen, klar, bei aller Erwartungshaltung und beim Spielstand auch, sagen viele 1-2, das ist schon ganz ordentlich. Und jetzt das 2-2 wäre nicht unverdient. Ja, aber es gibt so oft Situationen, wo man sich ungerecht behandelt fühlt. Und ja, sehr schön. Schade. Schöne Möglichkeit nochmal. Haris Gulevic, ach Mensch. Deswegen, ich finde es schon toll, weil ich glaube, gerade jetzt würdest du dann erste Halbzeit. Ja, Elfmeter, aber locker, ja, der kann der Uwe Neuer ist direkt sagen, hey, guck dir das mal an. Und genau. Wenn er sich angeguckt hätte, jeder gesagt, klar, aber und so kann halt auch keiner meckern, dass irgendjemand entschieden hat für dich. Das muss man eben auch mal sagen, für die Schiedsrichter ist es momentan verdammt schwierig. Vor allem, sie trauen sich ja kaum noch was zu entscheiden, weil irgendjemand guckt auf den Bildschirm und entscheidet dann für sie mit. Aber es macht doch irgendwo schon gerechter, weil ich glaube, wenn man Mats Hummels fragt, das im Pokalfinale das Tor damals, hätte er gerne den Videobeweis gehabt, weil dann wäre doch ein Pokalsieger geworden. So, alle nach vorne nochmal. Genau, letzten 30 Schubi, Sekunden. Schubi, geh mit. Gab es noch keine Anweisung jetzt von hinten. So, Haris Duljević, wahrscheinlich die letzte Offensivaktion der Dynamos in diesem Testspiel. Und die ist gar nicht mal schlecht. Paco, am Ende steht eine knappe Niederlage. Wir gucken uns noch mal kurz hier in der Zeitlupe die Situation an. Dann abseits aus, ne? Du hast eben doch noch gesagt, im Zweifel. Deswegen sag ich ja, der hat nicht gepfiffen. Sehr gut, sehr guter Schiedsrichter. Mit Abstrichen. Also ich sag mal, den Elfmeter pfeift nicht jeder. In der Szene. Ja, in der Szene, okay. Jetzt fällt ein Tor. Haris Duljević. Aber die Möglichkeiten sind am Schluss sogar jetzt noch da. Und unverdient wäre es nicht, also muss ich ganz ehrlich so sagen. Absolut nicht. Das war ein vernünftiger Auftritt der Dynamos hier in diesem Spiel. Man hat dem VfL Wolfsburg wirklich das Leben schwer gemacht. Und da war schon viel Zufall auch bei den Wolfsburger Treffern mit im Spiel. Gerade wenn ich an den Führungstreffer denke. Ja, waren jetzt nicht wunderbar herausgespielte Tore. Aber. Jetzt. Sehr gut. Jetzt. Nein! Nein! Und das war die letzte Aktion. Paco, bitte jetzt noch. Paco. Wir gucken es uns hier nochmal an. Darf man sich auch nicht mehr beschweren. Ne? Ach Gott. Ich sag mal ganz vorsichtig, den darf man auch mal machen. Aber das ist ja das, was an guten Tagen. Das ist ja das, was Haris Duljević noch so ein bisschen abgeht. Ja, aber ich glaube, sonst wird er an der ersten Wenn der noch Tor schießt in der Rückserie, dann. Dann. Egal. Naja. Paco, das hat großen Spaß gemacht. Ja, ein großes Dankeschön an dich. Das war das zweite Mal. Alle guten Dinge sind drei. Das sollten wir auf jeden Fall mal wiederholen. Allerdings, wobei, das bedeutet ja, ich würde nicht mitspielen. Ja, nee.
wie gesagt, wir wünschen dir jetzt erstmal auf dem Weg zurück alles Gute. Comeback Stronger ist das große Motto, den können wir uns wirklich nur anschließen. Kurzes Schlussfazit zum Spiel heute hier von dir. Gutes Spiel von uns, absolut. Waren absolut mutig, haben guten Fußball gespielt, Tore waren ärgerlich, sind in der zweiten Halbzeit gut zurückgekommen und darauf kann man aufbauen. Und ja, wie gesagt, habe ich am Anfang schon gesagt, wichtig ist in gegen St. Pauli Donnerstagabend und da sehe ich positiv entgegen. Die Highlights des Spiels sehen wir hier nochmal im Bild und gleich in wenigen Minuten werde ich mich unten vom Spielfeldrand dann nochmals melden. Hier sehen wir das 0:1, diesen Fehlpass von Yannick Müller, den die Wolfsburger dann zur Führung ausgenutzt haben. War natürlich auch von ihm, von Yamata gut gemacht, dieses 1:0. Das sind die Offensivaktionen der Wölfe in der ersten Halbzeit gewesen. Die Chancen von Dynamo zu Beginn der ersten Halbzeit hatten wir schon gesehen. Und jetzt kommt gleich nochmal der Elfmeter. Hier diese Aktion. Es wird nicht besser. Ich gucke nicht mehr hin. Okay, den Elfmeter hat der VfL Wolfsburg. Jetzt springt er noch links. Ach Mann. Durch Fahrt dann auch verwandelt. Und das sind jetzt die Szenen aus der zweiten Halbzeit. Klar, das Tor, das erste Tor im Jahr 2018 von Dynamo durch den Kapitän Marco Hartmann, der den Ball will und über die Linie drückt und das gut gemacht hat. Und das sind jetzt die letzten Aktionen. Pascal, ich verabschiede mich von hier oben, denn unten warten schon die ersten Gesprächspartner. Sehr schön. Wir wollen gleich auch noch mit Uwe Neuhaus sprechen. Vielen, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Und bis bald. Danke. Comeback stronger, Paco. Gerne. Bis gleich und wir hören uns gleich am Spielfeld ran. So, wir melden uns vom Spielfeldrand. Dynamo Dresden im ersten Testspiel des Jahres 2018. Am Ende gab es eine 1:2 Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Neben mir ist der Trainer Uwe Neuhaus. Wie fällt das Fazit nach den ersten 90 Testspielminuten hier im Trainingslager aus? Ja,
war ein gelungenes Spiel, war ein sehr, sehr guter Test. Ich glaube, das Spiel in der ersten Halbzeit war insgesamt von beiden Mannschaften ein bisschen besser. Zweite Halbzeit wurde es ein bisschen wild. Wir haben natürlich zwei krasse Fehler gemacht zu den beiden Toren, aber ein kleines bisschen Müdigkeit, so die ersten drei Einheiten hier in Spanien. Darf normalerweise trotzdem nicht passieren. Elfmeter war kein Elfmeter. Dafür haben wir, glaube ich, ein Abseits-Tor gekriegt, also gleich sieht es wieder aus. Wir haben hinterher nochmal richtig dran gezogen, haben versucht, das Spiel nochmal zumindest unentschieden zu gestalten. Hat natürlich in der letzten Sekunde die Riesenchance vom Harris. Ob jetzt 2-1 oder 2-2, wäre natürlich schöner gewesen, das Spiel auch 0-2 nochmal zu drehen. Ich bin insgesamt zufrieden mit der Leistung, haben natürlich auch noch ein bisschen Platz nach oben. Spielen Ergebnisse da jetzt nicht die vordergründigste Rolle? Wichtig ist, wie die Mannschaft hier auftritt. Die Art und Weise ist immer, aber irgendwann brauchst du auch Ergebnisse. Das haben wir in der Hinserie auch mal erleben können. Trotzdem ist die Art und Weise schon natürlich immer wichtig. Also wenn du eine lustlose, tote Mannschaft auf dem Platz hast, die will keiner sehen. Und da mache ich mir aber auch keine Sorgen. Ich glaube, das sollte jeder zeigen wollen, dass er weiß, dass es nur noch knapp 3 Wochen sind bis zum ersten Spiel und dass jeder dabei sein möchte. Der junge Elas hat seine Sache dort hinten richtig gut gemacht im zweiten Durchgang. Ja, auf jeden Fall. Er war natürlich ein bisschen nervös, das konnte man sehen. Ich habe ihn auch gerade gefragt. Ja, sagt er. Nein, überhaupt kein Tadel. Also so ein bisschen dieses Verständnis und die Automatismen dann mit ihm, gerade dann auch für den Paul war es dann schwierig, weil er häufig den Paul in Situationen dann angespielt hat und gebracht hat, wo es für ihn dann schwierig wurde, aber kann man darüber hinwegsehen, keine Frage. Und Marcel Franke, das zum Schluss, sein erster Einsatz für Dynamo? Zufrieden war absolut, für die kurze Zeit, wo er jetzt hier mit der Mannschaft zusammen ist, war es absolut vielversprechend. Uwe Neuhaus, wir sehen uns am Dienstag wieder. Gibt es dann das zweite Testspiel der Dynamos hier im Trainingslager gegen die U23 von Werder Bremen. Was verhoffen Sie sich dann von Ihrer Mannschaft zu sehen? Ein Step dann noch mehr? Wie sehen Sie das Spiel dann? Wobei, das war heute gar nicht so schlecht. Nein, ich erwarte mir vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Spieldominanz gegen Wolfsburg, gegen starke Einzelspieler, die dann auch in der Lage sind, auch mal jemanden auszuspielen und dann alles auszuhebeln, was, nehme ich an, deutlich schwieriger und den Schritt nach vorne mit mehr Ballbesitz und mehr Kombinationsspiel wollen wir natürlich machen. Dankeschön. Danke. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt noch einen Spieler von Dynamo, Joseguin steht hier um die Ecke, noch ranbekommen und dann noch mit ihm vielleicht ein, zwei Worte. Für ihn war es ja sicherlich auch ein besonderes Spiel heute. Genau. Dankeschön. Vielen Dank für die Eindrücke und gucken mal, ob wir den Paul gleich noch ranholen könnten, ne, für ein kurzes Statement zum Spiel. Ich glaube, er guckt auch schon rüber. Die Zeit sollten wir jetzt auch noch kurz dranbleiben und schauen, dass wir ihn kurz noch zum Spiel sprechen können. Ich gucke mal, also wir warten mal auf den Paul Seguin. Der steht hier abseits bei den Journalisten aus Dresden und eigentlich würde ich ganz gerne hoffen, dass er, aber die Dresdner Journalisten lassen an Paul Seguin nicht los, also von daher wird das jetzt ein bisschen schwieriger und ehe ich jetzt hier einen Wolf rede, versuche ich jetzt schon mal darauf hinzuweisen, wir, also Dynamo TV und Radio Dresden, übertragen auch die nächsten beiden Testspiele hier aus Marbella. Wir werden dabei sein am Dienstag beim Spiel gegen die U23 von Werder Bremen. Und dann am kommenden Samstag gibt es das dritte Testspiel. Dann spielt Dynamo gegen den FC Groningen aus den Niederlanden. Auch diese Partie werden wir übertragen. Am Dienstag wird dann wahrscheinlich ab 16 Uhr oder garantiert ab 16 Uhr gegen die U23 von Werder Bremen gespielt werden. So, jetzt schaue ich noch mal rüber zum Paul. Er hört mich gar nicht. Also von daher ist so vertieft in die Dresdner Journalisten. Ich hoffe, dass er jetzt noch mal ganz kurz rüberkommen kann zu uns. Ich hoffe, Sie lassen ihn auch gleich gehen. Inzwischen sage ich noch mal ganz kurz, dass Dynamo hier mit 1-2 verloren hat an diesem Samstagnachmittag. Bis zum kommenden Sonntag ist die Mannschaft noch hier und jetzt kommt Paul auch rüber. Danke, Paul. Wir sind live drauf gerade. Von daher, ich habe mir hier gerade einen Wolf geredet. Paul, wie war es die ersten Minuten im Fußballjahr 2018 und dann noch gegen den eigentlichen Verein? Ja, hat sehr Spaß gemacht. Am Ende vielleicht noch das Unentschieden, dann wäre es natürlich noch umso schöner.
Ja, aber nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir zwei gute Halbzeiten gezeigt, waren auf Augenhöhe und können mit den zwei Halbzeiten sehr zufrieden sein. Wie war es für dich, gegen deine alten Kollegen zu spielen? Ja, schon komisch. Ich habe 10 Jahre spiele ich in Wolfsburg und das ist natürlich was Komisches und hatte ich halt auch noch nie und bin froh, alle mal wieder gesehen zu haben und aber nichtsdestotrotz konzentriere mich jetzt hier auf Dynamo Dresden, wo ich momentan bin und das ist für mich das Wichtigste. Aber du hast sicherlich vernommen, was Olaf Rebbe gesagt hat, der gemeint hat, naja, du hast einen Vertrag bis 2020 und im Sommer sollst du schon zurückkommen. Ja, das müssen dann die Verantwortlichen entscheiden. Ich habe da, denke ich, nicht so viel zu sagen. Ich habe einen Vertrag und im Fußball kann man jetzt nicht sagen, wie es weitergeht. Und wir werden sehen, wie sich die Saison noch entwickelt. Im Fußball kann schnell alles anders kommen und ich probiere einfach jeden Tag mein Bestes zu geben und dann wird man sehen, was am Ende dabei rumkommt. Was sind die Ziele für dich jetzt erst einmal mit Dynamo für die Rückrunde und hier im Trainingslager? Ja, die Ziele, ich denke, dass wir erstmal nach unten gucken sollten, ist ganz klar. Weiter unseren Fußball durchziehen. Ich denke, wir spielen guten Fußball sollten uns dann nicht beunruhigen lassen von anderen. Wir machen ganz klar unser Ding weiter und dann bin ich einfach davon voll überzeugt, dass wir auch viele Gegner damit schlagen werden. Paul, bleib noch ganz kurz hier. Wir verabschieden uns. Wir senden einen Gruß in die Heimat und wenn Dynamo weiter das Ding macht, dann geht auch mal so ein Ball wie von Haris Duljević in der Nachspielzeit über die Linie. Vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet wieder ein. Dienstag sind wir dabei beim nächsten Testspiel der Schwarz-Gelben. Dann geht es gegen die U23 von Werder Bremen. Und Paul und ich sagen Tschüss aus der Sonne Spaniens. Bis bald und hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis bald. Tschüss.